In diesem Video verrate ich euch meine Top 5 Hotels außerhalb vom Disneyland Paris. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Top 5 Video. Und eins der Videos, die ihr euch gewünscht habt für Top 5, sind die Top 5 Hotels außerhalb vom Disneyland Paris. Ja, und ich stelle euch natürlich wieder meine Top 5 zur Verfügung. Ich stelle sie euch zusammen. Aber natürlich möchte ich euch wieder integrieren. Schreibt mir eure Top 5 oder auch einfach nur Top Hotels, in denen ihr vielleicht immer übernachtet, unten in die Infobox, in die Kommentare. Und auch eure Meinung zu den Hotels, die ich euch vielleicht jetzt gleich vorstelle. Und ihr denkt, boah, ne, in dem Hotel, da war ich, das ist ja eine Katastrophe gewesen. Also teilt gerne eure Meinung auch unten in die Kommentare. Das hilft natürlich der Community zu entscheiden, wenn sie das nächste Mal ins Disneyland Paris fahren und ein Hotel außerhalb buchen möchten. Wie gesagt, das ist meine objektive Meinung. Gerne teilt eure objektive Meinung auch noch unten in den Kommentaren. Ja, und ich würde sagen, wir starten. Und bevor wir starten, ein bisschen Eigenwerbung. Und zwar, wenn ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo freuen. Und drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr auch kein neues Video. Und wenn ihr mein Video natürlich auch liken würdet, also einen Daumen nach oben da lasst, dann würde ich mich auch darüber freuen. Also vielen, vielen Dank für euren Support an der Stelle. Starten wir mit Platz Nummer 5. Und das ist The Originals City in Torcy. Übrigens werde ich euch zu jedem Hotel unten einen Link zu Booking oder etc., ist jetzt auch keine Werbung, hier in die Infobox packen. Das heißt, ihr könnt dann auch mal gucken, und wo es am günstigsten ist oder ob ihr da vielleicht übernachten möchtet. Also wie gesagt, auf Platz 5, The Original City in Torcy. Da haben wir übernachtet, und zwar letztes Jahr zur Pride mit Brina und Nina. Ich habe aber kein Video dazu gemacht. Es gibt ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht so viele Videos zu den Hotels außerhalb gemacht. Jetzt zum Beispiel The Original City. Ich denke mir immer, was soll ich denn da zeigen? Also, weil da zeigt man halt kurz das Zimmer, vielleicht die Lobby und das war's. Wir frühstücken halt fast nie in den Hotels. Das heißt, ich kann euch das Frühstück nicht zeigen. Aber kommentiert auch mal gerne unten, welche Hotels ich mal testen soll, die jetzt hier nicht aufgeführt sind. Und vielleicht mache ich ja darüber dann noch ein Video. Aber wie gesagt, The Originals City hat auch gute Bewertungen auf Booking.com. Wir hatten ein Dreibettzimmer. Ist in Ordnung, preis-leistungstechnisch echt auch sehr, sehr günstig im Vergleich jetzt zu anderen Hotels. Und generell, es kommt auch gleich noch ein anderes Hotel in Torcy. Die Hotels in Torcy sind eigentlich alle relativ gut. Es gibt noch das Apart-Hotel, es gibt noch das B&B. Also alles, was in Torcy ist, ist relativ gut zu erreichen. Mit dem Auto fährt man circa 15 Minuten zum Park, 10, 15 Minuten. Und es gibt auch eine Bahnstation ganz in der Nähe. Man kann von jedem Hotel zur Bahnstation fußläufig erreichen. Und da fährt man zwei Stationen bis zum Park. Und dann ist man auch im Disneyland Paris. Das heißt, man ist nicht unbedingt auf ein Auto angewiesen, wie ich jetzt aktuell, wenn ich ins Disneyland reise und vielleicht die anderen noch nicht da sind oder mal alleine. Dann ist Torcy echt eine gute Anlaufstelle, um dort zu übernachten und dort wegzukommen oder in den Park zu kommen. Ja, mehr gibt es zum Hotel eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, es hat ein gutes Bad gehabt. Wir hatten ein Doppelbett, ein Beistellbett. Konnten wir uns jetzt nicht drüber beschweren. Platz Nummer 4, und dazu gibt es ein Video auf meinem YouTube-Kanal, ist das Moxie Paris Val de Europe. Es ist verhältnismäßig teurer, wenn man jetzt die Hotels außerhalb betrachtet, aber dennoch ein gutes Hotel bietet, also ich glaube, jedes Hotel bietet Frühstück an, aber wir haben da auch nicht gefrühstückt. Es gibt unten in der Lobby, wird man sehr herzlich willkommen, es gibt ein Willkommensgetränk. Die Zimmer, das Bad
ich weiß nicht, das Bad war, glaube ich, relativ klein im Moxie, soweit ich mich erinnern kann. Dennoch ist es sehr zentral in Val d'Europe, direkt in der Nähe vom Einkaufszentrum. Und im Val d'Europe gibt es ja auch unzählige Hotels, die ich eigentlich auch mal gerne noch testen möchte. Aber wie gesagt, in Val d'Europe ist auch alles preismäßig echt teuer. Man kann aber von vielen Hotels auch ins Disneyland laufen. Aber es gibt auch einen Bus und die Bahn. Wie gesagt, das Einkaufszentrum Val d'Europe ist direkt auch in der Nähe. Das heißt, man könnte da einkaufen gehen. Da gibt es den Primark. Also die Location der Hotels ist schon echt praktisch. Ja. Also Platz Nummer 4 ist für mich das Moxie Paris Val d'Europe. Das ist natürlich schon wieder Val d'Europe. Val d'Europe. Platz Nummer 3 ist für mich, da haben wir jetzt länger nicht mehr übernachtet, aber wir werden im September dort wieder übernachten, ist das Residence du Parc Val d'Europe. Val d'Europe. Und zwar, ich weiß, dass Daniel davon gar nicht begeistert ist, von dem Hotel. Die Bewertungen sind auch nicht ganz so gut, aber als wir immer dort übernachtet haben, war es eigentlich immer relativ in Ordnung. Es gibt Parkplätze. Achso, das muss man auch noch zu sagen. Also beim The Original City gibt es einen riesen Parkplatz. Da gibt es nämlich auch in der Nähe, glaube ich, irgendwie eine Spielhalle, Disco und auch einige andere Hotels. Das heißt, man muss sich mit den ganzen anderen Hotels diesen Parkplatz teilen. Und hat manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, einen zu finden, wenn es abends relativ voll ist am Wochenende. Moxie hatte eine Tiefgarage. Als wir da waren, war es kostenlos, aber es war auch, weil es da gerade eine Baustelle war. Normalerweise kostet es, glaube ich, und nicht günstig. Und beim Residence du Parc gibt es auch Parkplätze vor der Tür und die sind, also waren beim letzten Mal immer noch kostenlos. Und die haben auch eine Tiefgarage. Ist ganz gut, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist. Also wir haben da auch schon mal zu viert drin übernachtet. Es gibt ein Doppelbett und ein Beistellbett. Es gibt eine kleine Küche mit Kühlschrank. Das heißt, man kann auch Getränke kaltstellen, irgendwie sich einen Joghurt mitnehmen. Theoretisch was kochen, wenn man Zeit hat. Das Bad ist auch in Ordnung. Direkt neben dem Hotel gibt es eine Pizzeria, die ist extrem gut. Da haben wir schon mal was gegessen und auch einen Bäcker. Da gibt es echt gute Frühstückssachen und es gab auch schon mal Leute, die vom Residence du Parc zum Park gelaufen sind. Habe ich noch nie gemacht, aber ist theoretisch möglich. Ich glaube aber, es fährt auch direkt ein Bus vor der Tür. Aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also, wie gesagt, wir sind im September wieder dort. Vielleicht mache ich dann mal ein Video zum Residence du Parc. Weil ich finde es eigentlich immer relativ preisgünstig, wenn man sich das zum Beispiel durch 4 teilt. Also wenn ihr mit mehreren unterwegs seid, echt eine gute Alternative. Kommen wir zu Platz Nummer 2 und eigentlich dem Hotel, was ich bisher am meisten besucht habe in der Nähe vom Disneyland Paris, aber es ist nicht Platz 1. Und zwar ist es das Campanile in Torcy. Ich habe ja schon gesagt, Torcy generell. Das Campanile gehört auch dazu. Da sind wir ja, wir sind gefühlt fast immer im Campanile. Sehr selten, dass wir dort nicht sind. Wenn man zum Beispiel auch Member ist vom Campanile, man kann sich auf der Seite einfach anmelden und dann kann man im Club beitreten, kostet auch nichts, sind die Übernachtungen sogar 10% günstiger. Das heißt, deswegen sind wir auch da wahrscheinlich jetzt im letzten Mal immer so oft, weil als Club-Member hat man dann irgendwie die günstigsten Preise. Und es ist wirklich in Ordnung. Ich habe da auch noch nie gefrühstückt. Parken gibt es auch vor der Tür, aber die Parkplatzsituation kann schon manchmal echt eng werden. Also letztes Mal haben wir auch gesucht mit Brina und Nina und da haben wir an der Straße oben parken müssen. Geht auch, aber da die Parkplatzsituation ist ein bisschen eng, das kann man sagen. Die sind aber noch kostenlos, die Parkplätze. Und ansonsten haben wir da auch schon mal zu viert übernachtet. Haben wir da schon mal? Ne, zu dritt. Zu dritt. Es gibt ein Doppelbett oder 2-3 Einzelbetten, das Bad ist in Ordnung. Also es ist jetzt kein Mega-Luxus-Hotel und das ist auch nicht, was wir suchen immer. Also es gibt wahrscheinlich schon die Luxushotels und was gibt es denn da? Hilton und Mercure oder so. Und Radisson Blue habe ich auch noch nie drin übernachtet, weil es mir einfach zu teuer ist. Also für die oft, wie oft wir dorthin fahren, ist es einfach zu teuer. Wenn ich jedes Mal hier irgendwie, keine Ahnung, 200 Euro pro Nacht bezahlen würde, dann könnte ich nicht jeden Monat ins Disneyland fahren. Deswegen sind das jetzt auch relativ günstige Optionen für euch, damit ihr auch günstige Alternativen auf das Disneyland Paris. Nach oben ist ja immer, also man kann ja, nach oben hin ist immer genug Platz. Dann kann man auch in den Disney-Hotels übernachten, wenn man genug Geld hat.
Hier geht es um günstige Hotels. Wie gesagt, das Campanile in Torsi, immer ein Go-To, sind wir sehr, sehr oft, wir sind zufrieden. Hin und her, letztes Mal war mein Bett ein bisschen kaputt, der eine Fuß war abgebrochen und ja, ich hätte es melden können, dann wären wir umgezogen, aber wir waren schon ausgepackt, dann hatte ich jetzt keine Lust, das noch zu melden. Aber es kann in jedem guten Hotel passieren. Deswegen, ja, Platz Nummer zwei, das Campanile in Torsi. Kommen wir zu Platz Nummer 1. Und in dem Hotel habe ich schon 2 oder 3 Mal übernachtet. Ich glaube 3 Mal. Könnte 3 Mal schon gewesen sein. Und zwar ist es das Stay City. Ganz in der Nähe vom Disneyland Paris. Dazu gibt es auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal. Denn ja, da war ich schon. Da waren wir damals mit Sven und Daniel zum ersten Mal, als es eröffnet hat. Und ich war damals, 2 weitere Mal war ich schon da. Es gibt ein großes Doppelbett, was sehr, sehr bequem ist und auch relativ hoch, also ein Boxspringbett. Was ein bisschen der Nachteil ist, das haben wir beim letzten Mal, wo wir da waren, gemerkt. Wenn ihr zu dritt seid, gibt es eine Schlafcouch und die, das musste Nina leider merken, weil sie, wir losen immer aus, wer auf dem Beistellbett schläft. Und sie war jetzt dran, auf dem Beistellbett zu schlafen und es war wirklich hart wie ein Brett. Also wirklich richtig hart. Und es war kaum möglich für sie. Also die erste Nacht hat sie drin geschlafen, in der zweiten Nacht haben wir sie mit uns in unser Doppelbett geholt. Da waren wir dann zu dritt drin. Es passte, aber es war dann irgendwann schon enger. Weil es, wie gesagt, das Doppelbett ist riesig. Aber wenn ihr zu dritt unterwegs seid, vielleicht nicht die beste Option mit dem Beistellbett. Für 2 ist es super. Also das Bett ist super bequem, es gibt eine kleine Küche, da könnt ihr auch was, es gibt eine Kaffeemaschine mit Kapseln, ihr könnt euch theoretisch was kochen morgens irgendwie oder mittags oder abends. Das Bad ist relativ groß, modern und man könnte tatsächlich auch einige Tage dort verbringen. Es gibt auch einen Pool, als wir dort waren, war es immer kalt, das heißt, wir haben den Pool nicht benutzen können, aber jetzt im Sommer wahrscheinlich echt eine gute Anlaufstelle. Ja. Wie gesagt, dazu gibt es auch ein Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ist auch nicht immer ganz günstig. Also in den Wintermonaten könnt ihr Glück haben und ein Angebot finden für Stay City. In den Sommermonaten ist es auch schon relativ teuer. Also es kommt halt darauf an, was ihr möchtet. Möchtet ihr den Luxus? Möchtet ihr Frühstück? Braucht ihr unbedingt Frühstück? Braucht ihr einen Parkplatz? Braucht ihr keinen Parkplatz? Auch im Stay City gibt es Parkplätze vor der Tür und die sind auch kostenlos. Ich meine auch, dass Stay City gehört jetzt seit neuestem zu den Partnerhotels, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Das sollte dazukommen, ob es jetzt schon passiert ist. Keine Ahnung, weil das Dream Castle ist ja rausgeflogen. Das soll auch super sein. Dream Castle, Explorers, alle diese Hotels, die da in der Nähe sind. Alles super gute Hotels wahrscheinlich, aber preislich echt hoch. Und deswegen zu besonderen Anlässen oder halt, wenn man wirklich in den Wintermonaten fährt, sind aber auch da die Preise günstiger. Also vielleicht irgendwann mal werde ich auch noch die anderen Hotels besuchen. Mal sehen. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr unten in die Kommentare schreibt, für was sind eure Lieblingshotels, wo ihr immer hingeht, wenn ihr ins Disneyland Paris fahrt. Und schreibt mir auch gerne rein, welche ich vielleicht unbedingt mal besuchen sollte und ein Video drüber drehen sollte. Ich hoffe, dieses Video hat euch weitergeholfen für euren nächsten Trip und wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald